Hallo und willkommen zurück zu Shenmue 2. Heute geht's hier los mit den Kämpfen. Komm, red mit uns. Und biete uns dein Geschäft an, denn hier ist der beste Weg, sehr schnell sehr viel Geld zu machen. Yan Ren was found in the mountains of Yunnan. He's the last wild man on earth. He can't speak, but living in the wild has given him the toughest body ever. He's hard as rock. He can't feel pain. Anyone want to challenge this man? He won't fight back. You can hit him as hard as you want. 5 tries, and if he feels pain even once, you win. If you win, you get $10. But if you fail, you'll owe me $10. Is there anyone strong enough to challenge this man? Ja, wir bitte hier. Challenge, wir. I'll do it. You look strong enough. Good luck. You can start hitting him anywhere. Ready? Go! Gut. Jetzt muss ich noch meinen Angriff rausfinden. Nein, das will ich doch gar nicht machen. Ach, hat auch so gereicht, okay. Aber später muss man diese spezielle Attacke machen. Die ist, glaube ich, am besten dafür. Steady, brother. You're something, boy. Here. Wir kriegen $10. Mit jedem Kampf wird es ein kleines bisschen höher. Young man, he wants you to come to his village. To meet his younger sister. No, I think I'll pass. Oh well, see you again. Oh, Ryo. Da hättest du doch eine kleine abstauben können. Aber wenn du nicht möchtest. Gut, dann gehen wir zum nächsten Kampf. Ich will die Attacke euch jetzt noch zeigen. Kommt. Ja, hier. Challenge. I'll do it. You look strong enough. Strong enough. Good luck. Good luck. Na gut. Jetzt wird der Einsatz halt mit jedem Kampf immer höher. Und so kann man halt relativ schnell Geld machen. Ah, da. Die Attacke möchte ich machen. Genau die. Und dann liegt der meistens mit 5 Angriffen. Und der hält auch immer mehr auf. Ihr seht da immer mehr aus. Ihr seht da Level 2. Das geht immer höher, ihr kriegt mehr Preise dafür. Was heißt mehr Preise? Mehr Geld als Preis. Allerdings könnt ihr auch öfters mal verlieren, wenn ihr einen Schlag verhaut. Oder versaut. Gut, wir brauchen 500 oder sowas. Und bis dahin werde ich einfach kämpfen und ihr werdet dieses Video als Zeitlupe sehen. Bis dahin. Also, wir sehen uns, wenn die Kämpfe vorbei sind, wir $500 zusammen haben. Wow, das hat ziemlich lange gedauert.
Ich habe hier, mit meiner Taktik bin ich nicht wirklich weitergekommen. Da habe ich geguckt, welche Attacke hat mehr Angriffsstärke. Und ganz einfach, die L- und A-Taste hat so ziemlich die leichteste Combo und die meiste Kraft, so ziemlich im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und deswegen habe ich jetzt einfach die gemacht. Hat super geklappt, also ich kann euch nur empfehlen, macht immer L-Trigger und die A-Taste. Dann liegt der Typ auf dem Boden und ihr habt die 500 relativ schnell zusammen, wenn ihr nicht, wie ich, ständig sterbt. Wenn ich jetzt nur noch diesen Treffpunkt finden könnte, wo wir Kursi getroffen haben, der war, glaube ich, nicht hier. Vielleicht hätten wir den anderen Weg entlang gehen müssen. Wir gehen einfach mal, wo gehen wir lang? Es muss für euch wahrscheinlich ziemlich frustrierend. Ah, hier was. Hier runter, genau. Hier ist es. Oh, da brennen auch schon die Mülltonnen. Die sitzen immer noch da. Nichts Besseres zu tun den ganzen Tag. Kriegen auch $500 von uns. I've got $500 ready. Hand the money over. I'll give it to him in person. Well, all right. Follow me. Sam, Barry, we're leaving. Wens Warehouse. Endlich treffen wir Wen. Yay. Are you the one who wants to make a donation? On one condition. I want to know where Young Dazu is. Oh, easy. No problem. May the gods be with you. Oh, all right. You win. I'll take you to Yanazu. That better be true. Go here. This place. Fortune's Pier. Zum Fortune's Pier, also da waren wir doch schon ein paar tausend Mal. Jetzt ist da plötzlich Young Dazu, ja? Na gut. Jetzt sind wir zumindest wieder in Beverly Hills, Wharf, wo wir gerade auch hergekommen sind. Der Satz war gerade völlig sinnlos. Gut, wo sind wir jetzt hier wieder? War da der Ausgang? Sollten wir da wieder raus? Geht's hier wieder raus? Ne, hier ist nur die Tür. Gut, dreh dich um, Rio, bitte. Danke. Dann gehen wir doch mal zu Fortune's Pier und gucken uns da an, wo wir Young Dazu finden können. Es ist, glaube ich, das erste Mal beim Spielen, dass ich seinem Messer ausweichen konnte. Ich glaube, wenn man getroffen wird von ihm, dann muss man ihm hinterher rennen und ihn irgendwie einfangen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn wirklich entwaffnen und gefangen nehmen konnte. Hier geht's nicht zurück. Ist alles so verwirrend hier. Ich hasse diesen Ort. Ich komme hier nie. Ich finde mich hier nie zurecht. Aber gut.
Da gehe ich zu Queen Street, immer den Schildern entlang, da ist ein weiteres Schild. Nochmal verirren möchte ich mich nicht, so langsam kenne ich mich in dieser Ecke hier auch aus. Allerdings ist das schon ziemlich verwirrend hier alles da hinten. Vor allem, wenn man zum ersten Mal hier ist. Und nicht auf die Schilder achtet, so wie ich meistens. Ganz einfach, weil ich auch im Straßenverkehr nie auf Schilder achte. Ich gehe einfach auf gut Glück irgendwo lang. Queen Street! Damit ist der Fortune's Pier auch eigentlich direkt um die Ecke. 9:22 Uhr, fast Schlafenszeit, aber das schaffen wir noch dahin. Hoffe ich, denke ich. Wieder eine Ladezeit. Ladezeiten kommen nicht zu knapp hier in Shenmue 2. So ist das halt damals gewesen, man konnte nicht so viel laden. Ja, zumindest sind die Ladezeiten kurz und nicht irgendwie Spiele, die irgendwie extrem lange Ladezeiten haben. Ich meine, lange Ladezeiten sind nicht wirklich so schlimm, solange man nicht bemerkt, dass sie lang sind, denn manche bauen irgendein kleines Minispiel oder sowas ein und dann geht das wieder. Allerdings, wenn dann einfach irgendwie eine Minute lang ein schwarzer Bildschirm ist, dann nervt das doch schon gewaltig. Allerdings ist das in Shenmue nicht so, weil man hier höchstens ein paar Sekunden lang einen schwarzen Bildschirm hat. Wir können mal zählen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 Sekunden, das geht in Ordnung, ja. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie wunderschön das hier alles ist. Gut, das ist Fortune's Pier. Sollten wir dran vorbei oder jetzt hier hinten rechts rein? Meint er das irgendwie? Ja. Jetzt hier rein? Alles klar. Das war wohl der richtige Ort. Hier ist eine Zwischensequenz. Das heißt immer, alles läuft nach Plan.